Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst ein kleines Video zu den Haflingern. Gerade eben vor wenigen Minuten erreichte uns das Teaser-Video von Star Stable auf dem Star Stable-Kanal. Und zwar gibt es am Mittwoch eine neue Pferderasse. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, meine Stimme überschlägt sich fast, weil jeder, der mich ein bisschen kennt und meinen Kanal schon verfolgt, weiß, ich hatte mal ein Pferd früher. Und das war ein Haflinger, das war der Jimmy. Und ich freue mich einfach jetzt so tierisch, dass Haflinger am Mittwoch kommen. Und aber bevor ich jetzt hier weiter laber, schauen wir uns erstmal das Teaser-Video zusammen an. Achtung, es geht los. Ich freue mich einfach so. So, jetzt mache ich mal hier den Ton aus. Und jetzt gehe ich mit dir den Teaser nochmal zusammen durch. Ich bin einfach so, oh mein Gott, ich freue mich einfach so unglaublich. Echt, das glaubt kein Mensch. Okay, das Intro kann ich, glaube ich, einfach mal so lassen. Und dann starte ich mal mit dem Haflinger. Und zwar ist mir da schon aufgefallen. Also erstmal schön, man sieht jetzt hier die erste Szene. Er reitet durch Veildale. Der eine oder andere sagte mal, in Veildale wäre noch Platz. Da sind die Pferde. Vor einigen Wochen ist es schon her, zusammengerutscht. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass einer der Haflinger in Veildale stehen würde? Denn der Hinweis auf Instagram, der ja schon gestern, am 1. April kam, ja, gestern, war, die Keltern haben ein neues Pferd entdeckt. Jetzt hoffe ich natürlich, sie kommen nicht nur ins Dinotal, sondern vielleicht steht eins auch in Veildale. Und was mir besonders gefällt, ich möchte mal gucken, ob man das ein bisschen, nee, so sieht man das nicht. Guck mal, hast du das gesehen? Hier diese kleinen Wellen am Schweif. Haflinger haben ja ein bisschen gewellte Mähne und ein bisschen gewellten Schweif. Und das kann man hier richtig, richtig toll sehen auch. Ich mache das Ganze mal nochmal ein bisschen größer. So, dann siehst du das hier auch. Guck mal, hier sieht man so diese leichten Wellen. Finde ich mega schön. Ich freue mich sehr. Ich finde auch die Farbgebung und hier mit den Stiefelchen extremst gelungen. Ich mag das. Also das ist wirklich sehr süß. Und jetzt mal weiterschauen. So, da sieht man eine andere Farbvariation. Das ist jetzt ein bisschen dunklerer Haflinger. Und da ist es nicht so blond, sondern schon fast weiß, ne, die Mähne. Ich finde, die Bewegungen sehen aus wie vom Welch, oder? Was sagst du? Schau mal nochmal hin, ich mach mal an. So, das Kauen ein bisschen. Also, ja, könnte vom Welch sein. Dadurch, dass die hier jetzt im Dinotal, sieht man jetzt hier einen wunderschönen Haflinger laufen. Hier auch nicht mit weiß, sondern schon blond. Und was mir besonders gut gefällt, ist hier diese, guck mal, diese zappelige Mähne. Siehst du das? Hier so, das mag ich sehr. Also, der Schopf auch. Also, es sieht einfach so mega toll aus, ey. Ich bin echt ganz verliebt jetzt schon. Und ich habe sie noch nicht mal live gesehen. Ich mache mal weiter. Dadurch, dass sie im Dinotal unterwegs sind, hier übrigens konnte man das auch gerade, achso, warte, ich gehe mal nochmal zurück. Hier konnte man das auch gerade toll sehen. Hier oben blond, dann weiß, dann wieder blond. Ich mache das mal nochmal näher ran, na, dann siehst du das wieder auch besser. Und wie gesagt, hier diese unregelmäßige Mähne gefällt mir einfach so schön. Ah, oder? Das ist so schön. Dadurch, dass sie hier im Dinotal unterwegs ist, kann man fast darauf schließen, dass es kältebeständig sein wird. Ich hoffe nur wirklich, sie stehen nicht nur im Dinotal. Ich glaube, dann weine ich am Mittwoch. Wirklich, ich glaube, dann kommen mir die Tränen. Und weiter geht's.
Da sieht man nochmal die Gangarten jetzt. Das ist jetzt derselbe, den wir gerade gesehen haben. Hier sieht man das mit der Mähne nochmal schön. Und jetzt sieht man auch gleich, ich lasse mal weiterlaufen, die Mähne ist beidseitig so lang. Das finde ich mega, mega gelungen. Hier nochmal die dunklere Variante auf Südhof. Und beim Springen, guck mal, da musst du jetzt gleich mal, oberle, jetzt bin ich da zu weit. Das musst du gleich nochmal schauen. Das ist nämlich, musst du mal schauen, an der Mähne links und rechts, wie die hochwippt. Das gefällt mir auch. Guck mal. Hast du es gesehen? Links und rechts. Mega toll. Und da ist er nochmal in seiner vollen Pracht. Der wunderschöne Haflinger. Guck mal, hier diese dunklere Variante wieder. Da sind vorne die Stiefelchen auch nicht so weit, ne? Und hinten ein bisschen höher. Was mir auch gut gefällt, ist, dass dieser hier hat eine wunderschöne Blässe. Ich weiß jetzt gar nicht, hat der hier vorne auch eine Blässe gehabt? Ja, das ist der gleiche, glaube ich. Na, guck mal, hier sieht man das schön mit der Blässe. Und diese treuen Augen, die Bewegungen sehen aus wie vom Welch, finde ich, ne? Also, ich lasse nochmal laufen. Die Gangarten könnten vom Welch sein. Und dann, ja, der Haflinger kommt nach Jorvik am 5. April. Ich freue mich einfach mega drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, du freust dich auf. Auch, kaufst du dir einen? Ich werde einen, wenn ich irgendwo hinkomme, wo es einen gibt, kaufe ich einen natürlich am Mittwoch live im Stream, sobald der Server da ist. Da warte ich auch nicht bis 17.30 Uhr, sondern kaufe sofort einen Haflinger, sobald ich auf den Server kann. Vielleicht hast du Lust mitzukommen. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und bin über deine Meinung gespannt zu den wunderschönen Haflingern, die am Mittwoch als Update kommen. Ich freue mich.